Heute reden wir über das große Geheimnis für Erfolg. Also bleib dran. Hallo und willkommen bei Devil, deinem Life Coach hier auf YouTube. Ich habe mir die Woche über immer wieder eine Frage gestellt: Wie kommt man zu Erfolg? Und ich habe das bei mir selbst beobachtet, aber natürlich auch bei anderen Menschen, dass man immer wieder eine Charaktereigenschaft sich aneignen muss, beziehungsweise ein Attribut sich schaffen muss, stärken muss, und dann hat man auch Erfolg. Und dann ist es völlig egal, wo du nun gerade Erfolg haben willst. Ob in einer Sportart, oder du willst mit dem Rauchen aufhören, oder du willst abnehmen, besser beim Flirten werden, es ist völlig egal. Du brauchst diese Eigenschaft. Welche ist das? Ausdauer. Ausdauer ist das Allerwichtigste. Und du musst nun nicht der Talentierteste sein, um in einer Sache den Meisterschaftsgrad zu erlangen. Du musst einfach nur der Ausdauerndste sein. Ja, du musst einfach nur immer wieder dich zusammenreißen und sagen, hey, ich muss jetzt weitergehen. Und ich habe das immer wieder bei mir beobachtet. In meinem Leben war das immer wieder so, dass Ausdauer der Garant für Erfolg war. Denn ich bin kein talentierter Mensch, ich bin kein besonders intelligenter Mensch, kein besonders starker Mensch. Alles, was ich mir bisher ereignet habe oder angeeignet habe, dafür musste ich hart arbeiten und dafür brauchte ich diese Ausdauer. Und ich erinnere mich ganz gerne an meine Bundeswehrzeit. Ich bin selber Pazifist mittlerweile und bin total gegen Kriege und Morden im Allgemeinen. Ich meine, das ist ja irgendwie ganz natürlich, dass ein vernünftig denkender Mensch dagegen ist, aber damals war ich halt so in diesem Patriotismus gefangen und dachte, ich könnte da irgendwie etwas Gutes tun. Und damals bei der Bundeswehr war es so, dass wir morgens immer Training hatten. Ja? Beim Morgenappell mussten wir dann immer Liegestütze machen und ich habe da kläglich versagt. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also habe ich zusätzlich zu diesen täglichen, morgendlichen Liegestützen über den Tag immer wieder Liegestütze gemacht. Da 20, da 30, da nochmal 20, immer wieder. So, dann habe ich über den Tag immer mal so meine 100 Liegestütze. Das war jetzt nicht furchtbar viel, aber es war okay. So, dann irgendwann haben wir in so einer lustren Runde einfach was zusammen getrunken, rumgealbert. Und dann haben wir einen Wettbewerb gemacht. Wer schafft am meisten Liegestütze? Und da habe dann ich gewonnen. Und das Lustige ist halt wirklich, davor, als wir damit angefangen haben, war ich der größte Versager im Liegestützen. Auf einmal war ich der Beste darin. Warum? Einfach durch die Ausdauer. Ich habe einfach immer weitergemacht. Genauso war es in anderen Disziplinen bei der Bundeswehr, zum Beispiel mit dem Laufen. Ich hatte überhaupt keine Kondition und musste mir das erst erarbeiten und wurde dann immer besser. Und dann mussten wir Flugplatzrunden laufen, also einmal rund um den Flugplatz. Ich war Heeresflieger und das ist eine ganz schöne Runde. Ja? Also es sind ein paar Kilometer. Und das in der knallen Sonne im Sommer. Und da bin ich dann allen davon gerannt. Warum? Weil ich auch noch am Wochenende gelaufen bin, durch den Tiergarten in Berlin und habe weitergemacht, während die anderen halt irgendwie sich erholt haben und relaxed haben. Ich habe immer weitergemacht. Und das ist das Wichtigste, Ausdauer. Ich habe auch mal damals in meiner Jugend eine Medaille fürs Schwimmen gewonnen. Das war einfach nur, weil ich viel geschwommen bin. Genauso mit Diäten, ich habe ja meine Diät durchgezogen, Ausdauer, immer wieder Ausdauer. Und dabei kommen wir jetzt auf einen anderen Punkt oder zu einem anderen Punkt zu sprechen, der dabei immer wieder auftritt. Man ist tierisch motiviert, man fängt etwas an, ich will jetzt abnehmen. Ja, nehmen wir mal diesen Punkt, ich will jetzt abnehmen. Da ist man tierisch motiviert und man gibt alles, man gibt richtig Gas. Schon am ersten Tag hängt man sich richtig rein, man läuft vielleicht 9 Kilometer oder 5 Kilometer, man ernährt sich gesund und das hält man auch am zweiten Tag durch. Am dritten Tag, am vierten, am fünften und dann am sechsten Tag wird man vielleicht auf einmal krank, kriegt eine Erkältung, eine Grippe, was auch immer. Auf jeden Fall fällt man zurück in alte Verhaltensmuster und man fühlt sich richtig schlecht. Man hat vielleicht auch gesündigt, hat Kuchen gegessen oder was auch immer. Man fühlt sich schlecht. Man hat ein schlechtes Gewissen. All die Motivation, die du zuvor noch hattest, diese Energie, ja, diese Power, all die ist weg. Und an diesem Punkt hören die meisten Menschen auf.
Es ist nicht schlimm, wenn du mal fällst. Es ist nicht schlimm, wenn du mal strauchelst. Der Unterschied zwischen dem Gewinner und dem Verlierer ist immer nur, dass der Gewinner immer wieder aufsteht. Der Gewinner oder erfolgreiche Menschen, die fallen auch, die verlieren auch. Verlieren gehört dazu, wenn man gewinnen will. Michael Jordan hat es ganz gut gesagt: Ich bin der Beste, nicht weil ich am meisten gewonnen habe, sondern weil ich am meisten verloren habe. Man muss immer wieder verlieren, man muss immer wieder aufstehen. Das macht den starken Menschen aus. Und das macht den Gewinner aus. Und so kommst du zum Erfolg. Und da sind wir wieder beim Punkt: Ausdauer. Du musst deine Ausdauer aufbauen und sagen: Hey, es ist nicht schlimm. Jetzt habe ich mal gesündigt oder jetzt habe ich mal einen Fehler gemacht oder jetzt hatte ich mal eine Pause. Du trainierst, oh, jetzt hattest du eine Woche Pause, jetzt kann ich nicht mehr weitermachen. Ich fühle mich so schlecht. Nein, besiege deine Angst. Ja, all diese Gefühle, die dich belasten, deine inneren Ängste, dein Schweinehund, alles, was hier so schwer auf deiner Brust liegt. Ich kenne das. Man fühlt sich einfach nur schlecht. Oh, ich möchte jetzt nicht weitermachen. Ich muss aber, ich möchte nicht. Doch, dann stehst du auf. Gerade dann. Fang einfach an. Und es ist gar nicht wichtig, ob du dann an dem Tag so viel machst oder so viel. Ja, es kommt gar nicht darauf an, wie viel Zeit du jetzt investierst. Wichtig ist, dass du einfach weitermachst und dass du dich dann wieder langsam steigerst. Man muss auch nicht immer gleich mit allem irgendwie mit 100% anfangen. Und dann bricht man auf einmal ein, man ist unmotiviert. Wichtig ist wirklich, dass man auf lange Sicht gesehen Erfolg hat, dass man auf lange Sicht gesehen immer weitermacht und immer weiter seine Übungen macht oder was auch immer man gerade machen muss, um sein Ziel zu erreichen. Und da musst du einfach weitermachen. Behalte diese Ausdauer. Ich weiß, es ist schwer, aber man muss immer wieder sein Ziel fokussieren. Man muss sehen, okay, wo will ich hin? Ja? Wie möchte ich sein? Wie möchte ich, dass mein zukünftiges Ich dasteht? Wie soll die Situation aussehen? Und dann lässt man diese Gedanken und diese Träume Wirklichkeit werden. Durch die Ausdauer, durch die tägliche Arbeit. Jeden Tag ein bisschen. Man muss sich nicht gleich überfordern. Jeden Tag etwas. Und du wirst stärker. Du wirst jeden Tag besser, jeden Tag stärker. Und das ist toll. Und dann fühlt man sich einfach nur noch gut. Man fühlt sich wohl in seinem Körper. Ich kann euch bloß sagen, ich handhabe es so mit allen möglichen Dingen in meinem Leben und ich bin wahnsinnig glücklich dadurch. Ja? Ich bin nun nicht der dicke, breite Bodybuilder, aber ich mache jeden Tag meine Übungen. Und ich weiß, dass ich jeden großen, dicken, vollgepumpten, aufgepumpten Kerl im Liegestützen fertig mache. Der schafft einfach nicht die Wiederholung, die ich schaffe. Kann er auch nicht, weil er ein ganz anderes Training hat. Aber ich bin gesund, ich fühle mich einfach gut. Mir geht es nicht darum, Tonnen von Gewichte zu stemmen. Mir geht es darum, dass ich Ausdauer habe. Da sind wir wieder beim Thema Ausdauer in allem, was ich mache. Dass ich nicht müde werde, dass ich weitermache. Das kannst du wirklich auf alles transportieren, ja? Auf dein Sexualleben und auf deine Hobbys. Hab einfach Ausdauer und Freude dabei. Wichtig ist wirklich die Freude. Du musst Spaß haben, du musst strahlen. Lächel dabei. Genieße es einfach. Wer Spaß hat, der hat auch Ausdauer. Also ich habe das immer wieder gesehen. Die Freude stellt sich dann auch ein. Ja? Wenn man erstmal diese Ausdauer aufgebaut hat, dann hat man unglaublich viel Spaß in dem, was man macht. Und das bedingt einander. Durch die Ausdauer kommt die Freude, durch die Freude kommt die Ausdauer und der Spaß, die Lebensfreude. Lasst euch diese Lebensfreude nicht nehmen. Habt Ausdauer, habt Erfolg, habt Spaß im Leben. Darum geht es. Schreibt mir jetzt unter die Videokommentare, was ihr dazu denkt, ob ihr vielleicht noch einen guten Tipp habt für die anderen, die jetzt hier gerade mitlesen. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Love, Peace and Rock'n'Roll. Bis dann. Ciao.